Online-Shops zeigen oft Listen, die ewig lang sind. Und jetzt kann man argumentieren, okay, ich möchte das jetzt personalisieren und zwar auf die Person zuschneiden, aber da ist das Riesenproblem. Ich kenne nur 20% meiner Nutzer. 80% sind mein Blindspot in den Online-Shops, wenn ich relevante Produkte zeigen möchte. Und da ist genau das Problem, was wir lösen. Und zwar lösen wir das dadurch, indem wir nicht auf die Person gehen, sondern auf die Situation, in der die Person sich befindet. Nehmen wir beispielsweise Bildshop. Ein Kunde von uns hat einen Fußball-Trikot-Fanshop. Das leuchtet total ein, jemandem aus Köln Köln-Trikots, jemandem aus Hamburg Hamburg-Trikots zu zeigen. Und so spielen wir den Leuten andere Produkte nach vorne und so finden sie schneller relevante Inhalte und dadurch erhöhen wir die Conversion Rate und die Umsätze der Shops. Es gibt sehr viele Kunden mittlerweile und aktuell liegt der Jahreslizenzumsatz, den wir unter Vertrag haben, bei knapp 1 Million Euro. Und gerade für Shops, aber auch für Publisher ist es eine Riesenchance, denn es gibt doch User, die wir nicht kennen, die anonym auf unsere Seite kommen. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass wenn Userinnen beispielsweise mit dem Handy unterwegs sind, dass da dann natürlich keine längeren Artikel gelesen werden, eher entertainige Inhalte. Zu Hause hingegen, wenn man so ein bisschen Quality Time für sich hat, da sind es dann vielleicht doch eher die längeren Themen, die man sich anschaut, Styling-Tipps, How-Tos etc. Otoscope erlaubt uns, für die verschiedenen Nutzungssituationen entsprechend die relevantesten Inhalte auszuspielen. Otoscope muss keine Daten selber sammeln. Es benutzt nur die Daten, die sowieso schon gesammelt sind, wie zum Beispiel Gerätetyp, Betriebssystem, Geolokation. Und mit diesen wenigen Datenpunkten wird in Echtzeit abgeglichen, welche bisherigen Besuche mit ähnlichen Datenpunkten oder den gleichen Datenpunkten ein bestimmtes Kaufinteresse oder Leseinteresse hatten. Das geht blitzschnell. Gefühlt ist es beim Laden der Seite sofort da. Mit Otoscope ist das eben möglich, dass du dem Nutzer das geben kannst, was er sucht, datenschutzkompatibel. Das ist eine fertige Lösung, die du sehr, sehr einfach integrieren kannst. Es geht ja um Echtzeitkommunikation mit dem Kunden und das ist schon absoluter USP hier. Je mehr Seitenaufrufe ein Besucher generiert auf unserer Seite, desto mehr verdienen wir letzten Endes auch. Und deshalb ist das natürlich extrem spannend, dass wir Steigerungen von bis zu 20% erzielen konnten, die wiederum dafür sorgen, dass wir 20% mehr Werbebanner bei uns auf der Seite ausspielen können. Der Umsatz im E-Commerce-Markt hat sich in den letzten 7 Jahren in etwa vervierfacht. Allein bis 2020 wird erwartet, dass 4.000 Milliarden US-Dollar global umgesetzt werden im Onlinehandel. Bis 2024 möchten wir einen Jahresumsatz von 12,7 Millionen Euro erwirtschaften. Das ist realistisch, da wir mit dem Markt mitwachsen werden. Wir haben schon sehr, sehr viele großartige Kunden von uns überzeugen können. Da sind zu nennen Mr. Spex, Bildshop, Kategorienführer wie Lampenwelt, aber auch Möbelhändler, Fashion. Die ganze Klingelgruppe beispielsweise arbeitet mit ihren verschiedenen Marken mit Otoscope. Die Datenschätze liegen in weiteren digitalen Kanälen, sei es E-Travel, E-Business im Allgemeinen, sei es Digital Media, das heißt Medienunternehmen. Das können Inhalte in Textform, in Videoform, in Audioform sein. Auch da brauche ich die relevantesten Inhalte auf Seite 1. Denn in Zeiten von Google scrollt keiner mehr auf Seite 2. Wir haben in Otoscope investiert, weil wir von der Mächtigkeit dieser Technologie überzeugt sind. Ein sehr gutes Beispiel für diese Technologie ist der Kauf unseres Wettbewerbers Dynamic Yield durch McDonald's. McDonald's personalisiert besser, situationalisiert damit seine Angebote. McDonald's hat 300 Millionen Dollar für Dynamic Yield bezahlt. Daran sieht man auch, welches immense Potenzial auch für Investoren in diesem Case liegt. Wir sind davon überzeugt, dass die Otoscope-Technologie nochmals mindestens eine Schippe auf die Technologie dieses Wettbewerbers draufsetzt. Die Investitionen der Kompanisten sollen vor allen Dingen in unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten investiert werden. Vor allen Dingen wollen wir noch stärker auf internationale Messen gehen, um dort eben auch internationale große Kunden von uns überzeugen zu können. Unsere Vision ist es, jedem Nutzer auf allen digitalen Kanälen zu jeder Zeit, an jedem Ort, die für ihn relevantesten Produkte und Informationen anzuzeigen. Dass das funktioniert, haben wir bereits erfolgreich bewiesen mit den größten Online-Shops in Deutschland. Damit wir weiter wachsen können, auch ins europäische Ausland, brauchen wir Ihre Unterstützung. Und ich möchte Sie bitten, uns dabei zu helfen. Herzlichen Dank.